Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind hier auf den Fujitsu Storage Days zusammen mit Herrn Stefan Roth von Fujitsu und wir sprechen über Storage. Hallo. Ja, Software-Defined Storage ist zurzeit ein großer Trend, ein großer Hype. Ist es auch wirklich ein richtiger Hype oder wird es nur ein Trend? Ja, auf den Storage Days machen wir in der Anfangs-Keynote so ein bisschen Ausflug. Was sagen die Analysten Richtung Trends, Technologien? Wie positionieren wir uns als Fujitsu? Und unter anderem mein Kollege der René Hübel, haben es mit Sicherheit vorher gesehen, wirft genau die Frage auf: Software-Defined Storage oder Hyperscale Storage, ist es jetzt ein Hype, ist es ein Trend oder ist es Realität? Wir beantworten die Frage, denke ich, ja ganz gut. Wir haben schon Einsatzszenarien, praktische Einsatzszenarien mit Own Cloud, mit Lösungen für die deutsche Börse Cloud Exchange zum Beispiel, wo man sieht, dass das heute schon wirklich Realität ist. Ja, es heißt ja auch immer, dass es den Storage-Tsunami gibt, den Daten-Tsunami. Ja. Ist das dafür eine Lösung? Nicht zwangsläufig. Ja. Allerdings ist der größte Zuwachs ist natürlich in dem ganzen Bereich Software-Defined Storage, Object Storage und das Ganze auch noch auf Open-Source-Basis. Da ist der größte Wachstum zu erwarten. 2018 werden wir einen Marktanteil roundabout von 20% dort haben, wo wir heute ungefähr bei 1% stehen. Aber diese traditionellen Infrastrukturen, die werden nie aussterben. Die werden wir über lange, lange Jahre noch haben, weil es immer noch sogenannte Mission-Critical-Architekturen gibt, wo man punktuelle Performance, wo man punktuelle Service Levels sicherstellen muss in den Rechenzentren. Und von daher ist natürlich Object Storage und Scale-Out Storage schon natürlich ein Trend, um große Datenmengen für viele Daten, die von Internet of Things und dergleichen alle kommen, oder andere Datenanalysen zu speichern, zu sichern und vor allen Dingen aber auch für Backup, Restore, Archivierungszwecke ist das ein tolles System. Tolle Infrastruktur. Sie weisen ja hier auf den Fujitsu Storage Days auf viele Trends aktuell momentan hin. Ja. Haben Sie auch für Ihre Kunden was Aktuelles, was Neues mitgebracht? Ja, eigentlich in jedem Bereich. Also speziell, wenn man so, wir leiten ja die IT-Trends ab. Was bedeutet das für Storage? Das sind wir bei 6 Bereichen, die wir vorher in der Keynote ein bisschen thematisiert haben. Und in diesen 6 Bereichen haben wir jeweils Neuerungen so in den letzten paar Monaten bis halbes Jahr gebracht. Wir stellen die ganz kurz vor, gerade unten stellen meine Kollegen auch noch mal die Details zu den Themen vor. Hervorzuheben ist natürlich unsere Eternos CD10000, jetzt in der S2-Variante. Was zeichnet die S2-Variante aus? Nochmal einfachere Knoten, kostengünstiger. Und wir haben jetzt eine Einstiegsvariante, dass Kunden jetzt schon in den Bereich Software-Defined Storage und vor allen Dingen Objekt-Storage einsteigen können für unter 10.000 Euro Listenpreis. Und dort einfach mal Infrastrukturen wie zum Beispiel OwnCloud. Und wir sehen es hier auch, wir haben ja eine kleine OwnCloud mitbekommen und jeder kann sich hier schon auf den Handy jetzt die ganzen Folien runterladen. Dieses Einstiegssystem von der CD10000, wie weit ist das skalierbar? So weit wie die großen Systeme? Natürlich, das ist basiert auf einer Ein-Knoten-Variante. Dieser eine Knoten ist eigentlich einer der 3, 4 Knoten-Varianten, die wir in der CD10000 haben. Dort ist in der virtuellen Umgebung läuft die CD10000 in 4, 5 virtuellen Knoten ab. Dieser Knoten, das ist eine 44-Terabyte-Variante als Einstiegsszenario. CD10000 in der virtuellen Edition letztendlich da drauf. Und wenn man dann später mal richtig in, sag jetzt mal, eine große CD10000 wechseln möchte, ist das ein Knoten, den man dann problemlos einbinden kann. Sie haben auch noch ein 8700er System, die S3-Variante mitgebracht. Können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, super schöne Variante. Wir haben ja das Rack und ein paar Innereien mitgebracht. Auch ganz gut zum Selfie machen daneben, weil es wirklich ein schönes System ist. Aber es ist nicht nur ein schönes System, das ist das größte Enterprise-System, das es gerade jetzt gibt. Und nicht nur skalierbar im Sinne von Terabytes, sondern auch skalierbar im Sinne von, ich sage jetzt mal Knoten, im Sinne von Controllern. Man kann anfangen von 2 Knoten und skalieren bis zu 24 Knoten. Und manche sagen, es ist ein Scale-Up-System, manche sagen, es ist ein Scale-Up-System, Scale-Out, Scale-Up, wie auch immer. Ja. Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Performance dahinter und wahnsinnig viele Informationen, die ich ablegen kann. Das Richtige für große Rechenzentren. Danke sehr. Ja, meine Damen und Herren, das war Stefan Roth und Speicherguide hier zusammen auf den Fujitsu Storage Days. Und Sie haben jetzt hier das Neueste von Fujitsu erfahren.